Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ohne Fische, dafür aber mit meiner neuen Angelbox. Eine Backhahn von der Firma Alfred. Eine All-in-One-Tackle-Box, die ich euch einmal blanko vorstelle. Danach bestücke ich sie und stelle ich sie euch nochmal ein bisschen vor. So eine Backhahn wird ja zurzeit auf allen Turnieren PTC, GTAC und GTC gefischt von diesen Profis, die sich da messen um die deutsche Meisterschaft. Und wie gesagt, ich habe da selber noch nicht reingeguckt. Packen wir das Ding mal aus und dann erklären wir mal ein bisschen was dazu, ne? Wie gesagt, die Box kommt von Alfred, nennt sich All-in-One Tackle Box. Ich habe sie mir in Schwarz bestellt, beim lieben Matze Asmussen. Da haben wir das schöne Stück. Das ist sie, meine neue Angelbox, komplett aus Kunststoff, von der Firma Alfred, eine All-in-One-Tackle-Box, im Prinzip eine Backhahn, wie es von Rodeo Craft gibt, Falken und so weiter und so fort. Hier hat er aber das Ganze ein bisschen komprimierter und ein bisschen weiter gedacht, in meinen Augen, für den Spaß am Wasser. Ich erkläre euch das ganze Ding jetzt einmal blanko, danach werde ich es bestücken mit meinen Artikeln und dann zeigen wir das Ganze nochmal, wie es denn tatsächlich aussieht. Blende euch ein paar Bilder ein, was man machen könnte in der Zwischenzeit. Aber jetzt erstmal zur Box. Wir haben hier eine Breite von 41 cm, eine Höhe von 30 cm und eine Tiefe von 26 cm. Das Ding wiegt satte 3 Kilo von alleine. Ihr habt hier zwei richtig schöne Henkel, die auch richtig was hermachen und die richtig stabil sind. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die in der Lieferung mit drin sind, ein Umhängegurt von der Firma Alfred natürlich. Dann wird das Ganze automatisch ausgeliefert mit zwei Routenständern links und zwei Routenständern rechts. Ein großer Vorteil den anderen gegenüber, ihr habt hier unten solche Pads dran, so dass eure Box nicht direkt im Dreck steht. Einmal zum Äußeren noch, ihr habt hier die Möglichkeit, zwei Sachen noch ranzuhängen. Totschläger, UV-Lampe, keine Ahnung was. Ihr habt hier so viele Möglichkeiten, irgendwas ranzuhängen. Dann gehen wir mal nach vorne. Da haben wir hier nochmal vier Möglichkeiten, etwas ranzuhängen. Ein Totschläger, eine UV-Lampe, eine Zange braucht ihr nicht ranhängen, weil da habt ihr hier unten die Möglichkeit. Zange, Schere. Das Ding ist eigentlich perfekt gemacht. Da hat endlich mal einer richtig gut mitgedacht. Und das wurde echt vom Angler entwickelt in meinen Augen. Und jetzt. Nehmen wir mal an. Das ist die Alfred Box, genauso wie sie kommt. Zwei von diesen Einlagen habt ihr dabei. Ein, so wie ich es nenne, Spoon-Buch. Kommen wir aber gleich noch zu. Erstmal zu den Einlagen hier. Da habt ihr zwei Stück von. Sind mit Klett, also variabel, so einzustellen, wie ihr es gerne hättet. Dort könnt ihr dann Vorfox-Schnüre reinpacken. Poppler, Popper, Wobbler. Das, was ihr sonst so mit ans Wasser nimmt. Eine Schere, Sprengringzange und so weiter und so fort. Ganz zweimal. Hier haben wir die zweite davon. Für die zweite ist in der Box eine Vorrichtung vorgesehen.
wo ihr sie richtig schön einhängen könnt. So, machen wir einmal kurz. Zack, zack. Zeigen wir das einmal. Hier, die hängt im Prinzip eine Etage tiefer als die obere gleich. Die ist auch starr, die könnt ihr da drinnen nicht bewegen. Das Schöne dabei ist, da unten passen perfekt die Gummiboxen. So, die zweite könnt ihr dann hier oben auf der Schiene befestigen. Zack. Und dann ist das Ganze richtig schön variabel hin und her zu schieben. So dass ihr sagen könnt, okay, ich muss aber eine zweite ran, zack, rüber, komm da ran, zieh wieder rüber, komm unten an meine Gummiboxen wieder ran. Perfekt. Jetzt kommen wir zu diesem Ding. Zum heiligen Buch. Nein, Spaß. Ich nenne es einfach Buch. Es soll eine Spoon-Mappe sein, aber es kommt mir vor wie ein Buch. Den schieben wir einmal kurz ein bisschen zur Seite. Ausgeklappt. So. Ihr habt im Prinzip diese Alfred-Tasche-Buch. Könnt ihr so aufklappen, habt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten, wo ihr Spoons reinpacken könnt. Das Schöne ist, es ist komplett variabel. Hier habt ihr solche Plastikkanten im Endeffekt, so dass die Spoons nicht hin und her fliegen können. Da klemmt ihr die Spoons hinter. Hier oben ist die Möglichkeit, den Spoonhaken richtig sauber reinzuhängen. Und dann passt ihr im Prinzip das alles euren Spoons an. Aus dem einfachen Grund, der MA08, also der Anthem Donut 2,5 Gramm, ist ein etwas größerer als der Jaria. Oder ihr habt die 4,8er Gaias drin, braucht ihr auch wieder ein bisschen mehr Platz. Und somit könnt ihr das Ganze richtig schön variieren. Oder der Venom von Kevin Eykamp. All sowas könnt ihr richtig cool variieren. Und jetzt zeige ich euch, was Alfred sich zu diesem Buch noch einfallen lassen hat. Das ist nämlich richtig geil. Hier haben wir nämlich jetzt drei Möglichkeiten, das Ganze vernünftig sauber zu präsentieren. In der ersten Lieferung, also mit der Box, wenn ihr diese bestellt, habt ihr die beiden Einlagen dabei und das Spoonbuch. So nenne ich es jetzt mal. Es gibt bei den Möglichkeiten, ein zweites Spoonbuch nachzubestellen. Dann seid ihr am Ende hier oben genau pari, passt alles schön sauber ordentlich rein. Kann man ja auch Vorfächer fertig binden für Glasmontagen, Poppler-Popper-Montagen und so weiter und so fort. Aber jetzt wollte ich euch zeigen, was man mit diesem Buch so Tolles machen kann. Ihr habt im Prinzip drei Möglichkeiten, das Ding hier sauber in der Box zu präsentieren. Einmal, ihr stellt euch den Deckel genau so ein, wie er hier ist, und packt das Spoonbuch dann da oben rauf. Das Schöne ist, es wäre im Prinzip nichts anderes als bei eurer Mayo 7070. Könnt hier sauber umklappen, sortiert euch das vielleicht nach Herstellern oder Grammaturen. Das ist jedem selbst überlassen, so wie er es gerne hätte. Das ist schon mal eine super Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit dabei ist, kleinen Moment. Schön ist, hier drin sind Klettverschlüsse. Und wenn ihr das Ganze komplett variabel gestalten könnt, dann lasst ihr das Ganze so aussehen und zack, packt ihr das Spoonbuch auch wieder da rein. Auch wieder schön zum Umklappen hier, zack, fertig. Im Prinzip habt ihr ja hier jetzt schon 1, 2, 3 Spoon-Einlagen. Gut, wir sagen jetzt mal 2, dadurch, dass natürlich ein bisschen an den Seiten der Rand fehlt, sind das locker 2 Spoon-Einlagen in diesem Buch drin. Das ist die zweite Variante. Aber wer es dann richtig hart haben will, der setzt sich da oben eine hin. So sieht das Ganze von vorne dann aus. Einmal kurz ein bisschen gekippt. Hier habt ihr im Prinzip die eine, hier unten nochmal die zweite und oben drauf haben wir das Spoonbuch. Wer wirklich so viel Technik dann noch dabei hat und sagt, das reicht mir nicht, ne? Hat Alfred sich auch noch was einfallen lassen. 2 mitgelieferte Karabiner. Zack. Zack. Dafür sind nämlich die Dinger hier auch vorgesehen. Und zack. So, ein bisschen schräg hingestellt. Und schon habt ihr euer Spoonbuch draußen und könnt hier im Prinzip
auch noch ein Spoonbuch anbringen und euch da eure Spoons raussuchen. Mehr geht eigentlich nicht. Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen vollkommen gerechtfertigt und ein Riesenvorteil zu den anderen. Ihr habt halt die beiden Einlagen dabei, habt das Spoonbuch dabei, habt hier draußen die Vorrichtung. Das müsste man alles bei den ganzen anderen Herstellern nochmal zusätzlich obendrauf kaufen. Dabei ist der Koffer aber schon, so wie ihr ihn hier seht, günstiger als die anderen. Jetzt bestücke ich das Ganze. In der Zeit blende ich euch ein paar Bilder ein, was ihr daraus alles so machen könnt. Wie das hier oben dann bestückt aussieht oder wie die kleinen Kästchen hier, wie die Kästchen dann bestückt sind von der Firma Alfred. Und dann bestücke ich meinen mal genau so, wie ich es mir vorstelle. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze genauso passt, wie ich mir das gedacht habe. Bis gleich. Viel Spaß bei den Bildern. Jetzt ein paar Bilder von der Alfred-Seite. Und zwar sehen wir hier die Alfred All-in-One Tackle Box in Schwarz und Coyote. Danach haben wir noch mal ein paar Bilder. Der Deckel ist wasserabweisend. Hier habt ihr die Einhängemöglichkeiten, die Schere. Ihr könnt nochmal den Absatz unten sehen, die Rutenhalter, die Trageriemen. Also das Ding ist echt komplett durchdacht in meinen Augen. So, hier haben wir die Möglichkeiten nochmal zu sehen, wie das mit den Boxen zustande kommt, die Haken, wie das mit der Spoonmappe ist oder Spoonbuch. Jetzt kommen wir zu den Aufklebern. Nur in meinen Augen an der Sand- oder Coyote-Box effektiv. Die kann man noch zusätzlich bestellen. Jetzt kommen wir zu den Plastikeinlegern in den verschiedenen Ebenen. Die werde ich mir definitiv holen. Für die Warblader liegen sie noch einen Tick besser drin. Man kann sich natürlich noch ein Einhängetool besorgen. Ein zweites Spoonbuch oder die Karabiner von Alfred. Und jetzt machen wir weiter mit meiner Box, wie ich sie mir eingerichtet habe. Viel Spaß dabei. So, nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, welche Zusatzfunktionen es gibt, wie man das Ding genau bestücken kann, habe ich meinen natürlich in der Zeit bestückt. Ich fange mal draußen an. Wir haben hier mit den Karabinern von Alfred, habe ich mir eine Schere rangemacht. Passt hier unten perfekt so rein. Dann haben wir dieses Schnurtool von Stroff rangemacht. Drei verschiedene Vorfachschnüre, 16, 18 und 20 mm. Hier haben wir nochmal eine Klemme rangemacht. Jetzt gehen wir aber zum Interessanten, das Innere. Das Ganze habe ich jetzt so aufgebaut, dass ich unten meine Gummis drin habe. In den beiden oberen Fächern habe ich verschiedene Sachen drin. Dann habe ich das Spoonbuch voll gemacht. Reicht aber nicht. Dann habe ich die Brille drin, Totschläger und Messer. Das holen wir jetzt alles Stück für Stück raus. Und dann zeige ich euch das und dann packe ich das nochmal rein. Mache euch nochmal ein Foto von oben, dass ihr genau seht, wie das bepackt dann aussieht. Und ja. Das wird jetzt so ein bisschen aussehen, wie ich packe meinen Koffer. Wir packen rein, Knüppel auf den Kopf. Dann haben wir hier 2, 4, 6, 8, 9, 30 10er Boxen, die alle schön von oben beschriftet sind, so dass ich jederzeit von oben gleich richtig reingreifen kann. Wir packen die Banane rein, 23 mm, finde ich die perfekte Größe, auch um die vorsichtigen Fische sich zu holen. Danach packen wir meinen Sommerköder rein, den Baracco, auch sehr zu empfehlen. Das zeige ich euch nochmal. Da haben wir ihn. 40 mm hat er. Und das Schöne dabei ist, er spielt richtig schön mit seinem Schwanz im Wasser. Auch bei vorsichtigen Forellen. Da haben wir richtig schöne gedeckte Farben. Ein natürliches Motoröl mit Goldglitzer drin. Sehr zu empfehlen. Sollte an der dritten bis vierten Lamelle wieder rauskommen, der Haken. So habt ihr genug Spiel hinten noch im Schwanz drin. Der hat mir in Dänemark richtig schöne Fische gebracht. Dann packen. Davon haben wir zwei Boxen. Jede Box hat 16 Fächer, also 32 Farben. Das müsste reichen. Dann packen wir für die passive Variante die Nudel ein. Auch sehr zu empfehlen. Zumindest für die Routen, die ihr stehen lasst. Zwischendurch funktioniert das Ganze auch aktiv. Auch keine schlechte Variante. Aber ich fische sie meistens passiv.
passiv. Dann haben wir hier von ASB Tackle den Kaius. Auch richtig cooles Ding. Richtig klein, besonders im Sommer. Cool geführt. Ich hoffe, man sieht den überhaupt, wie klein wie der ist. Geführt am 10er Haken, 3 mm Tungstenperle, könnt ihr sie richtig schön im Sommer anwerfen und habt richtig Spaß mit ihm. Dann gehen wir weiter zum Snagger. Dort haben wir auch 32 Farben mit dabei. Zack. Da haben wir die zweite. Packen wir auch wieder so rein, dass wir es von oben alles lesen können. Und den Bro Snagger. Der große Bruder im Endeffekt. Da fehlen mir noch ein paar Farben, die gerade ausverkauft waren. Konnte ich nicht auffüllen nach Dänemark. Aber da kommt noch was rein. Jetzt haben wir diese 9 Boxen hier drin und kriegen locker noch 3 Boxen. Wir haben jetzt 9 Boxen da drin von den 30 Zehnern. Ich liebe diese 30 Zehner aus dem einfachen Grund. Selbst wenn ich jetzt meine Trautjahrer Seitentasche oder die Bauchtasche von Elix benutzen würde, kann ich diese Boxen einfach rausnehmen, da reinpacken und hab Spaß. Muss sie nicht noch extra umpacken, aus den großen in die kleinen Boxen oder separat alles haben. Deswegen habe ich mich für die kleinen Boxen entschieden. Finde ich eigentlich perfekt. Das Coole ist jetzt natürlich, die sind auch noch farblich unterschiedlich. Ich glaube 5 oder 6 Farben gibt es. Ich habe das nach den Ködern jeweils sortiert und für mich eigentlich das richtige System. Der ein oder andere mag das vielleicht anders handhaben dann, dass es jeder seine, so wie er es am liebsten hat. Ihr kriegt hier locker 12 von diesen kleinen Boxen rein und an der Seite ist sogar noch eine Möglichkeit, noch mehr reinzustecken. Aber irgendwann wird diese Backhand dann definitiv auch zu schwer. Ich habe jetzt ein Gewicht von ca. 8-9 Kilo. Das ist alles noch richtig gut zu tragen. Ihr habt ja immer noch die Möglichkeiten, hier an den Seiten eure 4 Routen reinzumachen. Ich werde da noch so das ein oder andere dran pimpen. Habe ich mir schon überlegt. Das war aber leider in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Jetzt machen wir weiter mit den Einschüben, die ich noch habe, oder Einhänger. In dem einen haben wir, unten den Hemera drin, darüber haben wir Posenstopper und oben haben wir Poplar Popper und Durchlaufposen. Wenn es ein bisschen weiter gehen sollte, die haben 6 Gramm. Dann haben wir hier eine Toolbox, wo nur die Tungstenhaken mit Perle drauf geklebt sind. Hier haben wir die Gamebox von Mario. Da haben wir den Kleinteile, Ersatzhaken und drinne. Sowas, was man halt für einen normalen Angeltag braucht. Kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr eure Tungstenperlen und Haken im Prinzip farblich sortieren. Sieht das Ganze so aus. Farblich und Größe sortiert reinpacken und alles ist schick. Dann hängt ihr das Ganze hier einfach rein. Dann hängt das Ganze in der unteren Etage. Mal, dass ich das jetzt irgendwie ein bisschen gekippt kriege, dass ihr das seht, wie das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier unten die 9 Boxen, haben da trotzdem aber noch Platz hinter, so dass wir was reinkriegen. Hier haben wir die erste Einhängevorrichtung. An der Seite habe ich hier mein Messer reingeklemmt noch zum Abstechen. Jetzt kommen wir zur zweiten Box. Da habe ich mir dann mein Schnurknipser reingeklemmt, den Robnur Blanky, kann ich sehr empfehlen, wenn die Fische ganz weit oben stehen. Dann haben wir natürlich den Chelsea hier mit drin, auch ein richtig cooler Köder. Da haben wir hier den Barbie SSS drin in allen Farben. Und wenn der Barbie drin ist, darf die Mama nicht fehlen. Na komm her. Aber die Mama in SSS. Dann haben wir den Riesch natürlich auch noch mit bei. So. Und dann haben wir ein paar gemischte Sachen von Elix, die ich aber auch teilweise zum Barschangeln benutze.
sollen hier natürliche Farbe auch sehr zu empfehlen. In der Box sieht das Ganze dann so aus. Ich habe hier Sortenreihen sortiert drin. Die können auch nicht unten durchrutschen, der Haken rutscht vielleicht mal durch. Aber ansonsten passt das Ganze richtig gut. Dazu gibt es natürlich diesen Schaumstoff noch, den ich euch gezeigt habe, wo ihr die dann reinhängen könnt. Den habe ich leider noch nicht, aber der kommt definitiv bei mir rein, so dass ich die da richtig schön immer reinhängen kann und dass es schön sauber geordnet aussieht. Das Ganze packen wir dann auch wieder hier oben einfach ran. Zack. Und dann ist das Ganze hier oben drauf richtig schön variabel. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Spoons, die nicht mehr reingepasst haben. Danach zeige ich euch das neue Buch, das Alfred-Buch. Wir fangen an mit den schönen Hypno-Sticks von Fish Innovation. Sehr zu empfehlen, würde ich mir so die ein oder andere Farbe für Dänemark schon mal merken. Da hat der Gogolin richtig mit rasiert. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, die Gogo-Fliegen und unten ein Projekt von Gogo und mir. Wir haben uns ein bisschen was vom Raubfischangeln abgeguckt. Wir haben die Tungstenperle genommen, einen etwas längeren Haken, haben da Gummifäden dran gemacht und das Ganze dann mit einem Snagger, Bro-Snagger und Barako gefischt und erfolgreich. Dann haben wir hier natürlich meine Wily X drin. Aber sie nochmal, das Schöne ist mit Schaumstoff innen drin, so dass ihr keinen anderen Lichteinfluss von den Seiten noch zusätzlich reinbekommt. Ich kann euch diese Brille echt nur empfehlen. Für Brillenträger nicht wirklich was Gutes. Da gibt es eine Brille, die man oben über die normale Brille rübersetzt. Ansonsten wird der Spaß relativ teuer, wenn man zum Optiker geht und sich eine polarisierende Brille auf seine Sehstärke machen lässt. Hab da zwischendurch schon so ein, zwei Preise gehört, aber ich dachte, oh Gott. Eine Trautjager-Mappe habe ich noch drin, bis ich mein zweites Alfred-Buch bekomme. Dort haben wir drin. Wir haben einmal DCW, dann haben wir hier ein Teil der Balduins drin. Hier haben wir noch mehr DCWs, die 3 Grammer dann. Und hier hinten haben wir natürlich den Anton Spezial. Auch ein sehr fängiger Köder. In 51 Farben ja zurzeit erhältlich. Einige alte Farben, das finde ich schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber so ist es dann manchmal. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Wichtigsten. Das Ding hier. Das sollen 600 Spoons reinpassen. Wenn man sie richtig eng hängt, passen 600 rein. Gar keine Frage. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele ich drin habe. Es sind aber richtig, richtig viele. Und ich kann euch eins garantieren, das sind 2 Spoon-Einlagen locker. Ja. Ich zeige euch das nochmal hier dran, dass ich das vielleicht nochmal... Wir haben jetzt unser Alfred-Buch. So, machen wir es mal. Und dann wird das ganze Ding einfach nur aufgeklappt. Jetzt haben wir das Ganze so fertig. Wir haben hier unsere Box, oben drauf die Wobbler, darunter die kleinen Teile, dann die Gummis an der Seite. Hier oben drauf haben wir dann dieses Spoon-Buch. Wir fangen hier oben an, Alfreds, in den verschiedenen Grammaturen, 2,5 und 1,5. Da haben wir den Scuddy von Sascha Wildfand von White King Art Factory in 2,5 Gramm, alle 20 Stück. Dann haben wir hier unten den Sommerspoon vom Fishing Man Dennis. Den Jaria in 0,8 und ein LT31. Hier unten fangen wir dann an mit den Velvet Arts in 1,8 Gramm. Leider hatte ich nicht mehr alle, ein paar Verluste gehabt. Deswegen der Rest wird aber aufgefüllt und das Ganze in 0,9 nochmal hier unter. Hier drüben fangen wir mit den anderen Balduins dann an. Darunter haben wir den Elias von DCW und hier unten haben wir die 2,5 Grammer von Fish Innovation und der darf natürlich nirgendwo fehlen. Warte, ich zeige ihn euch. Der Ronny Spoon. Ah.
Wenn ihr das dann fertig habt, sagt, okay, da sind die nicht bei, die ich fischen wollte, blättert ihr das Ganze einfach um und habt eure ganzen Donuts. Nicht wundern, hier unten ist Platz, das ist richtig. Für die aus dem Adventskalender. Alle Donuts drin. MA08 natürlich. Dann haben wir hier den ZD1 dabei. Und. Die ZD-Serie. Die IM-Serie von Erwin Meyres. KOTF, Rush. Blättert ihr wieder. Und dann kommen wir zu den ganzen Godhands. Fangen wir hier oben an mit den Gaia 4,8er. Darunter kommt der Gaia 2,1. Hier unten fangen wir mit den Lavins an. Zwei Reihen, na gut, 2,5 Reihen. Hat nicht ganz hingepasst bei den ganzen Farben. Und darüber haben wir dann den Gaia Basit in 2,8 Gramm für die mittlere Distanz. Aber den Köder hier oben, den habe ich selber für Dänemark unterschätzt, habe ihn da dann gefischt und das war ganz nett. Kann ich euch echt nur empfehlen. Da, wenn ihr fertig seid, sagt okay, alles gut, zack. Einfach hinstellen, zuklappen, zumachen und gut ist. Zack, hier rüber, dann kommt das Ding da rein. Der kommt noch oben rauf. Die und die Brille auch noch rein und dann machen wir den Klappe zu und alles ist sauber, ordentlich verstaut. Das ist meine Backhahn, mit der ihr mich demnächst am Wasser trefft. Wenn ihr mal irgendwelche Köder am Wasser sehen wollt, kommt gerne zu mir hin. Ich zeige euch die alle, gar kein Thema. Ich zeige euch auch, wie der Snagger richtig aufgezogen wird oder der Barracko dann. Und ja, ich kann das Ding echt nur empfehlen. Bin mega glücklich, eine abgekriegt zu haben davon, von diesen schönen Alfreds. Und ich denke, die werden ihre Beliebtheit automatisch erreichen, dadurch, dass sie so kompatibel sind, so viele Zusatzsachen dabei sind. Man kann so viele Zusatzsachen besorgen dazu und individuell einrichten. Ja. Mir bleibt jetzt echt nur noch zu sagen, ich will mit dem Ding ans Wasser. Also, ich bin gerade im Badestoff. Mit ihr, mit meiner Backhahn und teste sie da direkt am Wasser jetzt mal aus. Mal gucken, ob sie da auch so ein gutes Bild macht. Ich gehe aber ganz stark davon aus. Ich wüsste jetzt nicht, was ich daran jetzt bemängeln sollte. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Dickes Petri, dicke Fische. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder mit den 3000 Abonnenten Spezial von Kevin Berghauer. Das Video fehlt ja noch. Dann machen wir Barvestorf und dann starten wir in der Nikolauswoche. Endlich mit Dänemark. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ich denke, wir werden da locker bis Januar mit zu tun haben. Da kommen coole Videos, richtig nette Szenen, lustige Szenen. Der Gogolin war ja dabei. Also nicht vergessen, Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mir ein Like da lassen, Kommentar. Wenn ihr Fragen zu der Backhahn habt, haut sie einfach in die Kommentare unten rein. Ich versuche sie bestmöglich zu beantworten. Ansonsten hole ich die Antwort irgendwo her. Ich hole euch die Antwort dann direkt von Alfred oder von MA Angelsport. Dort könnt ihr diese Box übrigens bestellen. Und bis nächste Woche Sonntag. Ciao.